Können Sie mich hören? Ja. Vielen Dank für die Einladung, die freundlichen Worte, die Vorstellung hier. Ja, in der Tat, Sie werden es an meiner Stimme hören, jetzt bin ich ein bisschen erkältet. Ich habe mir auch einen Stuhl hierher bringen lassen, damit ich mich drin mal hinsetzen kann. Aber ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht einfach zu Hause im Bett rumliegen, ja, weil Sie hier alle sind und neugierig Beziehungsfragen lösen möchten mit mir. Jetzt bringe ich zum Thema. Wer lebt hier in einer Beziehung? Okay, ja. Und wo sind die Singles, bitte? Ja, da fehlen aber noch ein paar. Ne? Beim Rest ist es kompliziert, offensichtlich. Also ganz aktuelles Thema, nicht? Beziehungsfragen ist ein zeitloses Problem. Auch auf diesem Bild sehen Sie einen jungen Mann, einen Physiker bei mir im Labor, der eine Beziehung pflegt mit einer Maschine, die blau und rot leuchtet. Und er versucht dieser Maschine Dinge zu entlocken, die zuvor niemand gesehen hat. Und ich rede von einem Experimentalphysiker, der mit voller Hingabe sich diesem Thema widmet. Und ich kann es auch von mir selber berichten. Ich habe über 20 Jahre eine sehr intensive Beziehung mit Chromatomen gepflegt. Wir hatten unsere Ups und Downs. Wir haben Erfolge gefeiert zusammen, sind durch tiefe Täler gegangen. Es war manchmal wirklich nicht ganz einfach. Und wie Sie hier sehen können, ist diese Phase meines Lebens auch in einem Comic, sogar in einer ganzen Comic-Serie zusammengefasst worden, der The Chromium Man, der hier mit der Materie, sprich mit den Apparaturen kämpft und verzweifelt an der Aufgabenstellung, diesen Chromatomen spannende Ergebnisse zu entlocken und ohne eine fürsorgende und immer besorgte Lebenspartnerin, die hier hinten sitzt, wäre das schief gegangen. Nun, ich habe mich von den Chromatomen getrennt. Letztes Jahr. Jetzt habe ich eine Beziehung zu Dysprosium-Atomen. Und ich kann Ihnen sagen, der Himmel ist voller Geigen. Ich fühle mich wie auf einem Pferd, einem weißen Schimmel. Wir reiten den neuen Ergebnissen entgegen. Und wir sehen Dinge, die wirklich noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So viel zu meiner Person, aber wir kommen vielleicht zurück zu den etwas allgemeineren Beziehungsproblemen. Sie sehen, Beziehungsprobleme können sehr viele Facetten haben. Und für manche dieser Probleme bietet die Quantenwelt Lösungen. Und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Hat übrigens auch was mit der Widmung zu tun, die Sie gerade für diesen Breuder-Preis gehört haben. Ich hoffe, Sie können am Ende des Vortrags ein bisschen mehr sagen dazu, warum das vielleicht eine preiswürdige Arbeit war. Aber Sie hören mich nicht ab, oder? Sie können ja Fragen stellen und dann frage ich Sie nachher noch was. Über die Quantenwelt ist ja viel geredet worden. Und für viele ist es sehr weit weg. Aber gerade wenn wir hier in der Rosenau sind, sollten wir uns kurz erinnern, was hier um die Ecke am Feuerseeplatz 7, einer der Großväter der Quantenmechanik gewohnt hat. Wenn Sie nachher hier nach Hause gehen, laufen Sie mal vorbei, das ist ja direkt hier um die Ecke. Da sehen Sie auch eine Plakette an dem Haus, wo Erwin Schrödinger erwähnt wird, der hier im Jahr 1920/21 an der Uni Stuttgart gelehrt hat. Es waren seine Wanderjahre, nicht? Er kam aus Jena, hat dann hier ein paar Vorlesungen gehalten, dann ist er nach Breslau, später ist er der Lehrstuhlvertreter von Einstein in Zürich geworden. Und er ist bekannt für die Katzen, die nach ihm benannt sind, den Schrödinger Katzen. Wir werden auf so eine Schrödinger-Katze auch während des Vortrags nachher gleich wieder zurückkommen.
Sie sehen, da geht es um diese Fragen, in welchem Zustand befindet sich ein Objekt? Ist es in dem einen Zustand oder in dem anderen Zustand oder vielleicht in beiden Zuständen gleichzeitig? Und das gilt ja manchmal auch für Beziehungen. Da kommen wir auch wieder drauf zurück. Es gibt ja klar definierte Beziehungszustände und eben komplizierte Beziehungszustände, die vielleicht so in einem Überlagerungszustand sich befinden. Nicht? Und genau zu diesem Thema experimentieren wir. Das erste Problem, zu dem ich Ihnen hier eine Lösung anbieten will, ist das Problem der Fernbeziehung. Gibt es denn Leute mit Fernbeziehungen hier? Hier, wunderbar. Das heißt, das größte Problem bei der Fernbeziehung ist ja der Abstand zwischen den Partnern. Der Long Distance Lover ist meistens so weit weg, dass man keine mechanischen Kräfte, so wie würde der Physiker das nennen, aufeinander ausüben kann. Und die Frage ist, für so eine Bindung, für so eine Beziehung, welcher Abstand ist noch möglich, um sich gegenseitig physisch zu spüren? Und da sind wir bei dem Thema Bindungslänge. Also über welche Länge kann eine Partnerschaft aufrechterhalten werden, so dass mechanische Kräfte zu spüren sind? Wir haben ja zwei solche Bindungspartner. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das sind wir Leute wie Sie und ich, Größe ungefähr 2 Meter, also das ist jetzt nur eine grobe Schätzung, dann würde ich mal sagen, eine typische Bindungslänge, über die wir mechanische Kräfte spüren können, ist so groß wie wir selber, auch 2 Meter. Ein gutes Beispiel ist hier vielleicht gezeigt. Bindungszustand. Sie haben eine Bindungslänge von ungefähr ihrer eigenen Größe. Okay. Wollen Sie es nochmal sehen? Ist ja auch eine nette Musik. Der wesentliche Punkt ist, mechanische Kräfte brauchen eine Verbindung. Ihr könnt das besonders gut. Bis zum Schluss. Ja. Aber beim Ganzen ist eine Grenze gesetzt. Ja. Und wenn wir uns jetzt das Ganze in der atomaren Welt, also in der Quantenwelt vorstellen, dann sind wir bei dem Thema chemische Bindungen. Chemische Bindungen haben auch eine Länge. Und die Länge dieser chemischen Bindung ist typischerweise gerade so groß, wie die Atome halt groß sind. Genau wie bei diesem tanzenden Paar. 2 Atome können normalerweise Kräfte aufeinander ausüben, wenn sie gerade so weit voneinander entfernt sind, wie sie selber groß sind. Ja, da gibt es dann verschiedene Bindungstypen, haben Sie im Chemieunterricht mal gelernt, nicht? Ionische, kovalente und van der Waals-Bindung. Was genau das ist, gar nicht so wichtig. Alle 3 Bindungstypen haben dieselbe Charakteristik. Bindungslänge ist so groß wie der Atomdurchmesser, so ungefähr jedenfalls. Ja. Das reicht uns aber nicht, denn wir wollen ja eine Fernbeziehung führen. Wir wollen deutlich größere Abstände überbrücken. Was können wir da machen? Nun, wir schauen mal, was wir so im Alltagsleben für Möglichkeiten haben, wenn wir zum Beispiel Lasso benutzen. Ja. Im Wilden Westen, Lasso können wir werfen. Und ich habe selber mal ein bisschen rumgespielt, gar nicht so einfach. Also mit so einem Lasso jemanden einzufangen und dann sozusagen so eine mechanische Bindung aufrechtzuerhalten, ist nicht so einfach. Ich habe so ein Video gefunden zu dem Thema hier. Die junge Dame fängt sich ihren Partner also ein, über einen Abstand, ich würde mal sagen, maximal 6 Meter. Also immerhin schon mal Faktor 3 mehr Bindungslänge, dadurch, dass man etwas wegwirft, das den Partner einfängt und man behält aber die Bindung über das
sei bei sich. Also das ist aber auch schon das Maximum, was man sich da vorstellen kann. Was ich Ihnen jetzt dann vorstellen werde, ist ein Bindungstyp, der über das Tausendfache reicht. Also eine nochmal tausendfach gesteigerte Bindungslänge besitzt. Also wie wenn Sie eine Fernbeziehung führen zwischen uns hier in der Rosenau und was ist hier so 6 Kilometer weg, sagen wir mal Leonberg, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber so in der Größenordnung. Ja? Die Uni, ja, okay, genau. Also wie wenn ich hier sozusagen mit meinem Doktoranden oben an der Uni immer noch eine mechanische Beziehung hätte. Ja? So eine Bindungslänge ist in der Quantenwelt möglich. In der Quantenwelt haben wir die Hauptdarsteller, die hier die Player sind, und das sind die Atome. Ja, haben wir schon gesehen, ja, bei diesen atomaren Bindungen. Hier ist so eine mikroskopische Aufnahme mal gezeigt. Es gibt ja verschiedene Atome in verschiedensten Zuständen. Und mir ist gesagt worden, Sie haben es gern, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle. Also frage ich mal, wie viele Atome muss ich denn übereinander stapeln, damit ich so einen Meter hohen Turm bauen kann? Also so hoch wie ich bin oder vielleicht auch 2 Meter hohen Turm. Ja? Gibt es 3 Antwortmöglichkeiten? 10 Millionen, 10 Milliarden oder 10 Billionen? Was würden Sie sagen? 10 Billionen wird hier geboten, wer bietet weniger? Die Fragezeichen, ja, das ist immer, dann wäre es noch ein Forschungsgegenstand, nicht? Was haben Sie gesagt? Millionen. Billionen. Mit B. Ja, da würde ich sagen, wenn Sie 10 Billionen nehmen, dann kommen wir eher auf 1 Kilometer Größe. Die richtige Antwort sind etwa 10 Milliarden. 10 Milliarden sind ja 10 hoch 10 und Sie müssen sich merken, ein Atom ist ungefähr 10 hoch minus 10, also ein sogenanntes Angström groß. 10 hoch 10 mal 10 hoch minus 10 ist 1, also 1 Meter. Ja? Das ist die Größe von Atomen. Ja? Also 10 Milliarden ist so die Größenordnung, die Sie übereinander starten müssen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und denen. Sie sind halt viel kleiner. Ja. Wenn wir in die Quantenwelt gehen wollen, dann brauchen wir nicht nur Atome, sondern wir müssen auch in die Welt der ultrakalten Temperaturen gehen. Und was ultrakalt ist, ist ja ein relativer Begriff. Wie bitte? Dieser Herr zum Beispiel, der befindet sich irgendwo in Lappland. Da ist schon. Wie man ihn deutlich ansehen kann. Aber für uns in unserem Labor ist es in Lappland extrem heiß. Ich muss mal kurz zu meinen Tempos hier greifen. Wo wollen Sie denn hingehen, wenn es besonders kalt werden muss? Ins Vakuum. Ins Vakuum? Ja. Wo finden Sie denn das Vakuum zuvor? Sehr gut. Wie kalt ist es denn im Weltall? Ja, gar nicht so schlecht. Also im Weltall ist es 2,7 Kelvin. Da haben wir schon mal was gelernt. Temperatur messen wir in der Physik nicht irgendwie in Celsius oder sowas, Fahrenheit, sondern in Kelvin. 0 Kelvin bedeutet Null Bewegung. Temperatur ist Bewegung, 0 Kelvin, 0 Bewegung. 3 Kelvin heißt etwas Bewegung. 300 Kelvin, das ist die Temperatur in diesem Raum, ist mehr Bewegung. Ja? Das heißt, wenn wir in die kalte Welt gehen wollen, dann müssen wir die Dinge entschleunigen, langsam machen. Übrigens, neulich war ich hier im Supermarkt, Sie wird es bestätigen, und habe festgestellt,
kalte Temperaturen sind cool. Also da bezahlen die Leute sogar Geld dafür. Ich bin ja also bekennender Warmduscher und war wirklich angetan von diesem Produkt, denn es verspricht als ganz normale Seife noch eine weitere Eigenschaft zu haben, nämlich den extra Cooling Kick zu verschaffen, und zwar bis zu minus 4 Grad Celsius Kühleffekt zu erzielen. Also nicht, dass ich jetzt ein bisschen mehr kaltes Wasser aufmachen muss, nein, ich kann weiterhin warm duschen und kann trotzdem sagen, Mensch, ich habe halt richtig kalt geduscht. Das ist eine Marktlücke, da wäre ich irgendwie nie drauf gekommen, dass sozusagen Kühlung durch ein einfaches Produkt wie Seife gefördert werden kann. Übrigens ist das auch noch besonders interessant, weil hier nämlich Körper, Gesicht und Haare mit einer und derselben Seife gewaschen werden. Und ich habe gehört, das ist nicht, wie man das machen soll. Aber für Männer ist das ja okay. Also ich habe gleich mal zugeschlagen. Ja. Aber okay, also Kühlung ist eine Technik, die wir lernen müssen, um in die Quantenwelt reinzukommen. Und jetzt zeige ich Ihnen unsere Temperaturskala in Kelvin, die wir gerade besprochen haben. Aber das hier ist ein Thermometer, in dem das nicht linear gemessen wird, sondern logarithmisch, wie man sagt, also in Exponenten. Ja. Wir sind hier bei Raumtemperatur. Und Raumtemperatur sind, wie gesagt, etwa 300 Kelvin. Und es ist immer einfacher, sich das vorzustellen in Geschwindigkeit. Ja, Sie können ja Bewegungsenergie sofort umrechnen in eine Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, also der Teilchen hier im Raum, die beträgt ungefähr, nur so ganz grob, 100 Meter pro Sekunde. Das ist übrigens die Schallgeschwindigkeit, mit der meine Sprache, naja, nicht von hier, sondern von hier zu Ihnen kommt. Das ist die Geschwindigkeit der Teilchen hier im Raum, der Moleküle, ja, in der Luft. Wenn wir jetzt das Ganze abkühlen, zum Beispiel in dem Bereich von einem Kelvin, so ungefähr wie im Universum, dann reduziert sich diese Geschwindigkeit ungefähr auf 10 Meter pro Sekunde. Also eine Geschwindigkeit, die immer noch schneller ist, als ich nebenher laufen kann. Ja. Aber flüssiges Helium ist ein Kühlmittel, ja, das es auch hier in der Uni Stuttgart in Kanistern gibt. Ja, da können Sie das reinhalten, also ist auf jeden Fall schon mal kälter. Mit dem Helium kann man noch ein paar Tricks machen, gar nicht so wichtig, wie das funktioniert. Also einen besonders guten Helium-Kühlschrank bauen, dann kann man die Temperatur nochmal einen Faktor 1000 reduzieren, auf Millikelvin. Millikelvin bedeutet jetzt ungefähr noch 30 cm pro Sekunde als Geschwindigkeit. Also, so, ja. Eine Geschwindigkeit, die wir uns noch sehr gut vorstellen können. Das ist aber immer noch viel zu heiß für uns, für unsere Quantenwelt, in der wir jetzt diese Fernbeziehung studieren wollen. Wir müssen nochmal einen Faktor 1000 kälter werden. Das ist der sogenannte Mikro-Kelvin-Bereich, 10 hoch minus 6 Kelvin, über dem absoluten Nullpunkt. Dort sind dann die Geschwindigkeiten nur noch im 1 cm pro Sekunde Bereich für Atome, Moleküle und so weiter, die bei den Temperaturen präpariert werden. 1 cm pro Sekunde, nicht? Das ist so eine Schnecke. So, ja. Ist das das Ende der Fahnenstange? Kann man noch kälter werden? Natürlich, wir können auch noch kälter werden. Es gibt eine weitere Kühlmethode, ich komme gleich zu dieser Kühlmethode nur ganz kurz zurück. Da benutzt man nicht mehr Helium, sondern Licht, Laser, das ist sozusagen, warum es bei uns in den Labors immer so leuchtet, wie Sie es am Anfang gesehen haben. Ja, der junge Mann, der in die Apparatur reingeschaut hat, hat in so einen Laserkühlschrank reingeschaut. Ja, und da braucht man Laserlicht, um diese Temperaturen hier zu erzeugen. Aber wenn man mal so kalt ist, dann kann man noch kälter werden, indem man eine Kühltechnik anwendet, die Sie auch alle kennen, die sogenannte Verdampfungskühlung. Ja, morgens die Kaffeetasse, dampft der heiße Kaffee ab, der Rest ist kalt. Und das nennt man Verdampfungskühlung. Und mit dieser Verdampfungskühlung kann man nochmal einen Faktor 1000 kälter werden. Nanokelvin sind wir jetzt da angekommen. Ja. Dann sind die Geschwindigkeiten wieder fast unvorstellbar klein.
0,3 Millimeter pro Sekunde. Also da müssen Sie schon lange warten, bis Sie überhaupt sehen, dass sich da was bewegt. Ja. Aber das sind Temperaturen, die wir hier in unserem Labor erzeugen können. So. Und das ist die Voraussetzung für diese Untersuchungen in der Quantenwelt. So schaut es aus, ja, wenn man da reinschaut in so einen Laserkühlschrank. Das ist natürlich eine Vakuumapparatur und müssen ja praktisch eine Thermoskanne bauen, die komplett isoliert ist von der Umgebungstemperatur, sonst wird es sich sofort wieder aufheizen. Ja. Und das beste isolierende Material ist das Vakuum. Also nehmen wir eine Stahlkammer, pumpen sie ab und dann das Rote, was hier drin so leuchtet, das sind die Atome, die jetzt in dem Fall bei einigen 10 Mikrokelvin, also für uns immer noch ziemlich heiß, drin sind. Ja? Und die leuchten freundlicherweise, sodass wir sie sehen können. Denn wenn wir sie mit den Lasern kühlen, müssen sie das Licht streuen, wie wir sagen, oder ablenken, ja, sodass sie anfangen zu leuchten. Okay, was kann man sich unter diesen Temperaturen vorstellen? Vielleicht ein Beispiel. Ja? Hier im Raum haben wir gesagt, haben wir so etwa 300 Kelvin und das bedeutet, dass die Moleküle, Atome sehr schnell sind. Wenn ich so ein Atom oder Molekül im freien Raum hochwerfen würde, dann würde es ein paar Kilometer hochfliegen, bevor es aufgrund der Schwerkraft wieder zurückkommt. Das ist eine sehr naive, sehr handwaving, wie man sagt, Erklärung für die Dicke unserer Atmosphäre. Wenn unsere Atmosphäre wesentlich kälter wäre, wenn es aus Gasen bestehen würde, die wesentlich kälter wäre, dann würde die Atmosphäre viel dünner sein. Denn was die Atmosphäre an die Erde bindet, ist die Schwerkraft. Und was die Moleküle von der Erdoberfläche wegbringt, ist ihre thermische Energie, ihre thermische Bewegung. Nicht? Also ein Molekül hier hat eine Geschwindigkeit, geht hoch und kommt wieder zurück. Natürlich stößt es auf den Weg zwischendrin, nicht alleine ist, aber die Dicke der Atmosphäre hat was zu tun mit der thermischen Energie. Wenn wir jetzt diese kalten Atome anschauen, dann machen die was ganz anderes. Ja, wenn ich hier ein Atom loslasse, dann würde das auf ganz seiner Energie einfach aus alle Raumrichtungen wegspritzen und wegdiffundieren. Kalte Atome, hier sehen Sie so kalte Atome, wie sie leuchten, dagegen, wenn die so kalt sind, die fallen einfach auf den Boden runter. Hier haben wir so ein Experiment, da werden Atome 13,5 mm über einer hier ein magnetischen Videoband präpariert und dann lassen wir sie mal los. Und dann sehen wir, die fallen einfach runter. Das würden Atome in diesem Raum niemals machen, ja? Und noch dazu ist unten jetzt dieses magnetische Band angebracht, das wird wie ein Spiegel, dann sind wir zurückreflektiert. Das heißt, wenn wir auf den Trampolin gehen, springen die Atome hoch und runter. Ja? Was Sie da also sehen, sind etwa eine Million Atome, also 10 Mikrokelvin. Sie können diese Temperatur auch sehen. Ja? Es ist ein bisschen gibt's eine Expansion. Das ist die thermische Energie. Was noch das sehen? Also hier sitzen sie alle zusammen und dann, hallo, jetzt gehen sie ein bisschen auseinander, das ist die restthermische Energie, die da drin ist. Ja, und dann haben wir unten so einen Spiegel, der gekrümmt ist, der fokussiert sich wieder nach oben. So ein Hohlspiegel. Ja. Ich muss so eine Musik. Wir haben doch so Atome ganz nette Zeit genossen, oder? Gut, zurück zu unserem Problem. Ja, wir haben ja die zwei Kollegen oder Kolleginnen hier, die in Fernbeziehung führen und wir wollen Lösungen anbieten. Ich habe gesagt 6000 Meter. Jetzt, wir sind natürlich in der atomaren Welt, da müssen wir das wieder runter skalieren auf die Größe der Atome selber. Okay, also die Atome sind ja nicht 2 Meter groß, sondern nur ein Angstdrücken, also dann ein halbes Angstdrücken. Das heißt, wenn ich das in die atomare Welt versetze, dann bedeutet Fernbeziehung
eine Bindungslänge von etwa 150 Nanometern. Okay? Also ein Molekül, das eine Bindungslänge hat von 150 Nanometern, entspricht einer Bindung von einem Menschen wie du und ich über 6000 Meter. Das ist dasselbe Verhältnis. Deshalb sage ich, wenn wir so ein Molekül bauen, haben wir eine Fernbeziehung gebaut über eine große Distanz. Und das Lasso, das hier geworfen wird, das ist jetzt das sogenannte Rydberg-Elektron. Nicht Atome haben immer Elektronen. Und eines dieser Elektronen kann überzeugt werden, zum Beispiel durch Laserlicht, sich auf eine Umlaufbahn zu begeben, die sehr weit weggeht vom Kern, aber wieder zurückkommt. Nicht wie die verschiedenen Umlaufbahnen von Planeten um die Sonne, gibt es welche, die sind näher dran und welche, die sind weiter weg. Wenn ich mit Lasern arbeite, kann ich ein Elektron kicken und ich kann es so weit wegkicken, dass es 150 Nanometer oder sogar noch mehr, wir haben schon welche gesehen, die waren sogar 4 Mikrometer weit weg, also nochmal fast 40 Mal weiter weg als diese 150 Nanometer. Die können also sehr weit wegfliegen und jetzt ist die Aufgabe, dort ein Molekül zu bilden. Und zwar dort, wo es am weitesten wechselt. Da möchte ich ja meinen Bindungspartner, also ein anderes Atom, einfangen. Also dieses Molekül, über das ich jetzt hier berichte, besteht aus einem Kern. Wenn Sie einem Atom ein Elektron klauen, dann bleibt ein Ion übrig. Das hat eine positive Ladung. Das Elektron schicken Sie auf irgendeine Umlaufbahn ganz weit weg, aber es wechselt dort weiter mit diesem Kern hier, wird da angezogen und auf seiner Umlaufbahn gehalten. Und wenn es dann auf dieser Bahn einen Partner findet, also ein Grundzustandsatom, dann kann da eine Bindung entstehen. Und dieser Bindungstyp für diese riesigen Moleküle fällt nicht unter eine dieser Kategorien, die ich Ihnen schon genannt hatte. Kovalente Bindung, ionische Bindung, Standardbindung. Das ist ein grundsätzlich anderer Bindungstyp, der vor unseren Arbeitenden bekannt war. Und das Elektron hier, wie gesagt, fängt jetzt an, dieses Grundzustandsatom zu bilden. Das sind also unsere beiden Bindungspartner hier. Und das Elektron ist nur das Lasso, das geworfen wird, um den Bindungspartner einzufangen. Wenn man sich jetzt genau überlegt, wie dieses Elektron eigentlich ausschaut, da müsste ich an Ihren Chemieunterricht erinnern, da werden für Elektronen immer so Orbitalbilder gebaut, gemalt. Ja. Da sind es so Keulen oder kompliziertere Winkelverteilungen. Die Orbitale in diesem Fall schauen so aus, bisschen komplizierter. Aber wenn man das so ausdruckt, das Orbital, dann kann man hier sehen, es gibt zwei Augen, ein Körper, der solche Strukturen hat. Und frage ich mal den Biologen, an was erinnert sich das? Trilobiten. Das haben wir aber nicht abgesprochen. Nicht? Nein, so schlau bin ich selber. So heißen diese Moleküle auch. Moleküle, die aussehen wie Trilobiten. Ja, hier habe ich so einen Trilobiten, also können Sie hier im Museum sicherlich auch sehen. Diese Orbitale von den Elektronenwellenfunktionen schaut aus wie solche Urtierchen. Diese Struktur hier kommt allerdings aufgrund von Welleninterferenz zustande. Kommen wir nachher noch drauf. Okay, aber auch so mit dieser Art Bild vermittelt doch dieses Elektron einen fast menschlichen Eindruck. Schaut sie an, zwei Augen, es lächelt sogar. Und nebenbei vermittelt es noch diese Bindung mit dem Grundzustandsatom. In der Zwischenzeit sind diese Orbitale sogar hier auf dem Lehrbuch von physikalischer Chemie direkt auf dem Titelblatt gelandet. Ja, weil es eben so ein ungewöhnliches Orbital ist. Gut, also diese Moleküle konnten wir nachweisen, wir konnten auch messen, welche Kräfte da wirken. Die Kräfte sind schwach zugegebenermaßen, deshalb brauchen wir eben auch diese kalten Atome. Nur wenn die stillstehen,
mehr oder weniger stillstehen, können wir die Bindung auch benutzen oder wird die Bindung nicht aufgelöst. Ja? Hier im Raum wäre diese Art Bindung so schwach, dass sie sofort thermisch aufgelöst werden würde. Ja? Das ist der Grund für die kalten Temperaturen, war, dass dieser neue Bindungstyp extrem schwach ist und wir sehr geringe thermische Energien benötigen, um diese Bindungskräfte wirklich zu einer Bindung zu überzeugen. Gut, also das ist die Lösung der Quantenwelt zum Thema Fernbeziehung. Also wo können wir wirklich langreichweitige Bindungen erwarten und auch nachweisen. Das zweite Problem, haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen, ist ja der Bindungs- oder Beziehungsstatus. Wenn Sie zu Facebook mal reinschauen, das ist ja alles schon gemacht, dann sehen Sie ja da klar definierte Zustände. Wir haben am Anfang auch schon mal hier abgefragt. Da gibt es zwei Zustände, die, wie ein Physiker sagt, orthogonal zueinander zu sein scheinen. Single und in einer Beziehung. Entweder oder heißt orthogonal. Ja, entweder Sie sind Single oder in einer Beziehung. Aber es sind zwei klar definierte Zustände. Und wenn immer zwei klar definierte Zustände in der Physik vorliegen, dann passiert in der Quantenwelt was Besonderes, nämlich, dass sie auch einen Überlagerungszustand von zwei Zuständen sich vorstellen können. In diesem Movie hier sieht man das am Beispiel von zwei Wellen, die von zwei einzelnen Spalten imitiert werden. Und die Welle vom einen Spalt kann mit der Welle vom anderen Spalt interferieren, und zwar manchmal konstruktiv und manchmal destruktiv. So dass in dem Beispiel, das soll hier eine Kegelbahn sein, ja, wenn Sie die Kegelbahn, die Kugel an, ja, sie geht durch zwei Spalte, wird aber durch die quantenmechanischen Wellen beschrieben, ja, sodass durch die Interferenz dieser Wellen, dass sie sich gegenseitig aufschaukeln oder auslöschen, hinten, also die Pins stehen, ein Muster entsteht, ja, wo die Kugel mal mit hoher Wahrscheinlichkeit auftrifft. Ja, das sind jetzt hier diese, was ist das hier, lilafarbenen Maxima, und daneben ist ein Ort der destruktiven Interferenz, wo diese Bowlingkugel niemals auftreffen wird, aufgrund der Interferenz der zwei Wellen von den einzelnen Spalten. Interferenz ist also ein klassisches Wellenphänomen und es ist das charakteristische Eigenschaft der Quantenwelt, dass es Überlagerungszustände gibt, die interferenzfähig sind. Okay. Wenn ich also in einem Zustand bin, links und rechts, irgendwie gleichzeitig, dann kann es zu so einem Interferenzphänomen führen. Klassisch würde man eigentlich nur denken, es gibt nur entweder 0 oder 1. Entweder Single oder in einem Beziehung. Quantenmechanisch gibt es aber auch die Überlagerungszustände. Und wenn ich nachweisen möchte, dass ich so einen Überlagerungszustand gefunden habe, was muss ich dann machen? Ein Interferenzexperiment. Ich muss nachweisen, dass es konstruktive und destruktive Interferenz zwischen den beiden Zuständen gibt. Und genau solche Experimente machen wir hier. Wieder mit unseren Atomen. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal dieses Thermometer, logarithmische Thermometer hier, wo wir die Temperaturen nochmal genauso, wie wir es vorher besprochen haben, aufzeichnen. Und statt der Geschwindigkeit der Teilchen schreibe ich Ihnen jetzt hier auf die rechte Seite, das ist die einzige Formel heute Abend, die Wellenlänge hin, die quantenmechanische Wellenlänge. Die geht auf den Herrn de Broglie zurück, deshalb heißt die auch Lambda de Broglie, also die de Broglie Wellenlänge. Und Sie sehen, die geht mit einem der Planck'schen Wirkungsquantum und mit 1 durch der Geschwindigkeit. Das heißt, je langsamer ein Teilchen ist, desto größer ist diese Wellenlänge.
Wir haben vorher schon die Geschwindigkeiten ja ausgerechnet für Atome. Sie erinnern sich, nicht? 100 Meter pro Sekunde, 10, 30 Zentimeter, Zentimeter, sogar nur 0,3 Millimeter pro Sekunde. Und mit dieser Formel habe ich das jetzt für Sie mal in eine Wellenlänge umgerechnet. Das entspricht jetzt der Wellenlänge von Atomen bei diesen Temperaturen. Und da sehen Sie, dass hier im Raum die Wellenlänge von einem Molekül 0,1 mal 10 hoch minus 10 ist. Was bedeutet das? Das heißt, die Wellenlänge ist sogar kleiner als der Durchmesser von einem Atom. Das heißt, hier im Raum haben wir nicht viele Chancen, Quantenphänomene zu entdecken. Denn die Wellenlänge ist sogar kleiner als das Objekt selber. Auch der Grund, warum ich hier als klassisches Teilchen vor Ihnen stehe. Da kommt noch ein anderer Faktor rein, nämlich die Masse hier. Ja. Je schwerer, desto kleiner die De Broglie-Wellenlänge. Ja. Also selbst wenn ich jetzt Diät machen würde, ja, hätte ich keine Chance, hier eine De Broglie-Wellenlänge zu erzeugen, die irgendwie größer ist als meine eigene Größe. Und so ist es bei einem Atom in dem Raum hier eigentlich auch. Aber wenn wir jetzt die Temperatur reduzieren auf 1 Kelvin, 1 Millikelvin, 1 Mikrokelvin, dann sehen wir, dass diese De Broglie-Wellenlänge immer größer wird. Und es wird dann interessant, zum Beispiel bei dieser Laserkühlung, wenn die De Broglie-Wellenlänge so groß wird wie die Lichtwellenlänge. Weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich diese Wellenlänge direkt unter einem Lichtmikroskop beobachten kann. Wenn ich also ein Atom bei einem Mikrokelvin unter einem Mikroskopobjektiv halte, dann sollte ich eigentlich direkt diese Interferenzphänomene mit einer Videokamera beobachten können. Und wenn sie noch kälter sind, zum Beispiel diese Verdampfungskühlung, dann wird es immer einfacher. Dann kann die Wellenlänge sogar mal so groß werden, wie hier der Durchmesser von einem Haar. Ja, so 10 Mikrometer, okay, das sind sehr dünne Haare, aber es gibt welche, die so 10 Mikrometer haben, manchmal auch 50. Jedenfalls, das wird dann schon so groß, dass man es fast mit bloßem Auge sehen kann, diese Welleneigenschaft. Und das ist der Grund dafür, dass wir diesen ganzen Aufwand betreiben, um diese extrem kalten Temperaturen zu erreichen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal so ein Experiment. So ein Interferenzexperiment, wie wir es vorher gesehen haben. Wir nehmen einfach zwei solche Atomwolken, die wir vorher haben runterfallen lassen, lassen sie los und dann fangen die an zu überlappen. Und in dem Überlappbereich beginnt jetzt die konstruktive und destruktive Interferenz der Materie werden zu wirken. Und da machen wir ein Bild. Das ist das Bild, da machen wir eine Messe. Wir nehmen also einen Lichtstrahl, schicken den auf die Atome. Da, wo viele Atome sind, wird das absorbiert. Das erscheint uns dann hier als weiß, also eine invertierte Schwarz-Weiß-Aufnahme hier. Und da, wo schwarze Streifen sind, sind keine Atome, die das Licht absorbieren können. Also was Sie da sehen, ist ein Schattenbild, einfach mit einer normalen Videokamera aufgenommen, von zwei interferierenden Materiewellen. Das ist das Schwarz-Weiß-Bild. Und also wir müssen ja unsere Forschungsergebnisse auch ein bisschen verkaufen. Nicht? Deshalb, also so ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist jetzt nicht nur so State of the Art. Wir machen das dann farbig, 3D. Und wenn es ganz fancy wird, machen wir auch einen kleinen Movie dazu. Aber Sie sollten nicht vergessen, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Aber Sie sehen schön, konstruktive, destruktive Interferenz. Maximal, minimal. Sie können reinfliegen ins Tal, auf den Gipfel steigen. Alles weg. Das ist Interferenz zwischen zwei Materiewellen. Das ist ein Bild hier oben aus unserem Labor. Schon einige Jahre alt, aber zeigt die Essenz. Nämlich, dass es in dieser Situation für Atome sowohl zu konstruktiver als auch destruktiver Interferenz kommen kann. Während ich sagen würde, bei Ihnen würde das immer destruktiv machen. Aber bei Atomen kann es sein, dass es mal konstruktiv ist. Ja? Links und rechts kann irgendwie gleichzeitig realisiert werden. Aber beide Wege
sogar möglich. Und wenn Sie da eine konstruktive Interferenz sehen, dann wissen Sie, dass Sie so einen Überlagerungszustand gebaut haben. Okay, diese Welle kann in Ihren zwei Hochzeiten tanzen, wie man manchmal sagt. Okay, jetzt noch ein weiteres Wort zu diesen Interferenzmustern. Ja, jetzt können Sie ja fragen, ich nehme jetzt nur ein Atom. Ja, was macht denn das eigentlich? Was macht dieses eine Atom? Was ich Ihnen mal gezeigt habe, war ein Bild von 1 Million Atome hier. Und da sehen Sie sozusagen nicht, was ein einzelnes macht, sondern was eine große Gruppe von Atomen so im Durchschnitt so macht. Ja. Aber ein einzelnes Atom produziert Ihnen hier hinten auf Ihrem Schirm, das ist der Schirm, immer nur so einen Klick und sagt, da will ich. Hier, zack. Einzelner grüner Punkt. Nächste sagt, hier will ich. Da bin ich. Und erst wenn ich ganz viele davon aufaddiere und mittle, dann bekomme ich ein schönes Streifenmuster, ein Interferenzmuster. Und da sind wir beim Thema Zufall. Der Zufall in der Quantenmechanik hat einen anderen Charakter als der Zufall, den wir so aus der Lotterie kennen. Denn in der Lotterie oder beim Würfelspiel ist es ja so, ja, Sie werfen die Würfel, da kommt jedes Mal was anderes raus, denken wir. Aber wenn wir den Würfel jedes Mal exakt gleich werfen würden, also nicht schaffen einfach, ja, dann würde auch jedes Mal dieselbe Zahl rauskommen. Denn die klassische Mechanik ist deterministisch, da kommt immer das Gleiche raus, wenn ich nur die Anfangsbedingung immer gleich wähle. Da ist es eher die Komplexität, nicht, dass sie immer zittern beim Würfeln und dass jetzt bei der Lotterie die Dynamik wirklich chaotisch auch sein kann, sodass auch in der klassischen Mechanik jedes Mal eine andere Abfolge von Lottozahlen rauskommt. Ja? Aber das ist Komplexität, die hier den Zufall erzeugt. In der Quantenmechanik ist es nicht so. Die Quantenmechanik hat den absoluten Zufall, der grundsätzlich nicht vorhergesagt werden kann, auch wenn man es noch so anschaut. Und das ist eine andere Art von Zufall, der unserer Natur hier eigentlich zugrunde liegt. Können wir gerne nachher noch ein bisschen darüber diskutieren. Wenn Sie das interessiert, würde ich Sie auch einladen, ins Kunstmuseum zu kommen. Denn es gibt da jetzt gerade eine tolle Ausstellung, und die ist natürlich besonders toll, weil wir da auch ein paar Exponate hingestellt haben, ja, zum Thema die Kunst des Zufalls. Und da gibt es natürlich viele Künstler, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da sehen Sie tolle Exponate zu dem Thema. Aber Sie sehen auch den Workshop, in dem Sie mit physikalischen Experimenten aus unserem Institut spielen können. Und das ist also noch bis Februar geöffnet. Und ich sehe ja viele interessierte Gesichter, wenn Sie mal richtig mit Zufall spielen wollen, und sich überzeugen wollen, was ist eigentlich wirklich Zufall und was ist nicht Zufall, dann gehen Sie da hin und dann können Sie in dem Workshop das erfahren. Okay, zurück zu unserem Zwei-Zustands-Problem, Single in einer, und in einer Beziehung. 0 oder 1, das ist ja unsere zweiwertige Informationseinheit, das Bit, ist genauso, ja, auch zwei Zustände. Und in der Quantenmechanik können wir jetzt eben nicht nur den Nord- und den Südpol, 0 und 1, erzeugen, sondern auch alle Zustände, die auf der Oberfläche einer Kugel, also dieser gedachten Erde jetzt hier liegen. Ja? Zum Beispiel am Äquator liegen alle Zustände, die gleichmäßig 0 und 1 haben, aber die hier in diesem Vorzeichen noch eine Freiheit haben. Ja? Die können irgendeine Phase, wie wir sagen, besitzen, die hier auf diesem Äquator liegt. Wenn Sie dann von dem Äquator zum Nordpol gehen, dann überwiegt immer mehr die 0. Wenn Sie zum Südpol gehen, überwiegt immer mehr die 1. Aber Sie sehen schon, aus dieser langweiligen Geschichte mit nur zwei Zuständen, ja, kann etwas sehr vielseitiges, etwas werden, was ganz viele Möglichkeiten hat. Sie können irgendwo hier unten in Australien sein, Sie können hier oben sein. Es gibt viele Möglichkeiten für solche Überlagerungszustände. Sehr viel mehr als klassische Zustände. Und da liegt auch unter anderem die Power von einem Quantencomputer drin begraben, in diesem Überlagerungsprinzip. Gut, aber zurück zu unserem Beziehungsproblem.
Single und in einer Beziehung, ich setze die Frage, ja, können wir... Oh, ich soll da rüberlaufen? Sorry. Ja, ja, danke, nee, wunderbar. Hätte ich gleich sagen müssen. Single und in einer Beziehung. Wir haben gesehen, das sind zwei Zustände und die Frage ist, können wir jetzt mit unseren Molekülen, können wir da solche Überlagerungszustände bilden? Können wir ein System aus zwei Atomen präparieren, die sowohl frei sind, zwei Atome ohne Bindung, und in dem zweiten Zustand, in dem Bindungszustand sich befinden, in einer sogenannten kohärenten Überlagerung, also in einem Überlagerungszustand dabei. Können wir das machen? Das ist ja auch in der Literatur behandelt worden, das Thema. Es stellt sich ja oft die Frage, ja, liegt er nicht? Im Ernstfall muss man hier natürlich dann eine Messung vornehmen. Ja, in der Quantenphysik ist das ja das Entscheidende, wenn man es wirklich wissen möchte. Aber wenn man wissen möchte, ob der Zustand im Überlagerungszustand Bestand hat, überlebensfähig ist, ob eine gewisse Lebensdauer hat, dann muss man eine Messung machen. Und zwar eine interferometrische Messung. Und das ist etwas, was wir gemacht haben, hier 2010. Wir haben zwei Atome hergenommen, im richtigen Abstand, und wir haben mit einem Laserpuls so einen Überlagerungszustand hergestellt und ihn dann mit einem zweiten Laserzustand abgefragt. Ohne dass Sie jetzt genau verstehen, wie das mit dem Laser geht, können Sie hier schon sehen, da ist ein Spalt, da ist ein Spalt. Also zwei Anregungsmöglichkeiten, eine frühe, eine späte. Und wenn es diesen Überlagerungszustand gibt, dann muss es da ein Interferenzphänomen geben. Konstruktive, destruktive Interferenz. Und hier ist es, das ist unser Messsignal, wenn wir das machen. Da sehen wir also konstruktive, destruktive Interferenz. Und ich zeige Ihnen das hier für zwei verschiedene Situationen. Einmal, ich erzeuge den Zustand und frage ihn eine Mikrosekunde, also eine Millionstel Sekunde später ab, dann sehe ich dieses Interferenzmuster. Wenn ich zwei Mikrosekunden später schaue, also die zwei ein bisschen auseinanderziehe, dann sehe ich immer noch Interferenz, aber so langsam geht sie verloren. Ja? Und das ist genau die Methode, mit der man auch die Lebensdauer von so einem Überlagerungszustand messen kann. Also wenn ich mich frage, wie lange kann ich so einen Beziehungsstatus aufrechterhalten, dann habe ich hier eine Messmethode und dann sieht man, oh, nach 2, 3, 4 Mikrosekunden ist schon wieder Schluss. Ja. Da würden Sie sagen, das ist nicht lange. Aber da müssen Sie ein bisschen innehalten und sich mal fragen, wie lange leben eigentlich die Moleküle überhaupt? Und diese Moleküle, die leben sowieso nur 5-6 Mikrosekunden. Das heißt, bezogen auf ihre Lebensdauer, können die so einen Überlagerungszustand fast ihr halbes Leben aufrechterhalten. Das ist schon eine andere Perspektive da. Ja? Gut, also ich habe Ihnen gezeigt, dass es diese Überlagerungszustände gibt, wie man sie ausmessen kann. Und ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch noch kompliziertere Fälle. Aber die besprechen wir nachher in der Fragesitzung, wenn Sie wollen. In jedem Fall wollte ich Ihnen heute hier eines unserer Forschungsgebiete darstellen, die ultrakalte Chemie. Also neuartige Bindungstypen bei kalten Temperaturen, die es vorher nicht gab. Ungewöhnliche Eigenschaften dieser Moleküle, die es zu studieren gilt, zum Beispiel diese sogenannten Kohärenzeigenschaften. Das macht alles viel Spaß im Labor. Hier sehen Sie kleine Fische. Das ist also nicht eine Abstellkammer oder sowas, sondern ein funktionierender Aufbau. Mit vielen Spiegeln, Lasern, Schrauben. Und Sie sehen unsere taiwanesische Postdoktorandin, die unseren muskulösen Bachelorstudenten zeigt, wo es lang geht. Der übrigens vorschriftsmäßig eine Laserschutzbrille hier trägt, wenn sie das nicht für nötig hält.
Jedenfalls, so schaut so ein Experiment, also die Optik für dieses Experiment aus, recht komplex, wenn Sie wollen. Sie hat sich eingeladen, am Tag der offenen Tür mal so eine Labortour zu machen. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.